Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer Art neuen Form des Videoausblicks. Sie wissen vielleicht, ich hatte ein kleines Malheur, einen kleinen Unfall, der mich im Gesicht etwas entstellt, sodass ich aus Rücksichtnahme vor allem auf Sie ein bisschen darauf verzichte, jetzt vor die Kamera zu treten, aber gleichwohl ein bisschen was dazu sagen will, was an den Märkten passiert, nachdem ich mich ein bisschen erholt habe. Ich wollte mich wahnsinnig herzlich bedanken für die unglaublich vielen Genesungswünsche, die von Ihnen gekommen sind, teilweise sehr ausführliche Mails bekommen auf verschiedenen Kanälen. Ganz herzlichen Dank, das hat mich sehr berührt und auch geholfen, hier weiterzumachen erstmal, denn das wird sich alles sicherlich hinziehen, bis ich mal wieder vor die Kamera treten kann. Man muss sehen, wie lang das der Fall ist. Aber ich will zum Tagesgeschehen kommen. Heute haben wir den US-Arbeitsmarktbericht, gestern ja schon wieder Konjunkturdaten mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Wir haben gestern ein Allzeithoch gesehen beim Nasdaq. Northman Trader hat das hier eingezeichnet. Knapp drüber sind wir gekommen. Dann ging es wieder ein bisschen nach unten. Aber nicht so wahnsinnig viel. Die Frage ist, ist das ein Doppeltop, die Mutter aller Doppeltops, könnte man sagen? Das muss ich erst ausstellen. Ist das nur eine kleine Pause? Geht das weiter? Jedenfalls sehen wir hier, dass die Powell-Bubble, wie es auch genannt wird, ist Jay's Market, heißt es oft bei den Amerikanern inzwischen. Es ist der Markt von Jay, von Jerome Powell, denn nichts anderes ist der Fall. Wir hatten gestern die Umfrage der Bank of America, Merrill Lynch, oder inzwischen nur noch Bank of America, wo 63% der Befragten sagten, es hat nur mit der Fed zu tun. 0% haben gesagt, es hat mit den Gewinnen der Unternehmen zu tun. Also es zeigt schon, was der Fall ist. Und wir sehen hier die Powell-Bubble in Relation zu den Commodities, zu den Rohstoffen. Das ist schon auf extremen Niveaus, gar keine Frage. Das haben wir so noch nicht gesehen. Wenn wir uns jetzt mal hier den Vergleich zwischen den Erwartungen für die Zahlen der Nasdaq 100 Unternehmen in den nächsten 12 Monaten anschauen, sogenanntes Consensus 12 Month Forward Earnings per Share, dann sehen wir, das hat sich leicht erholt, also die Erwartung ist ein bisschen nach oben gegangen, hier die rote Grafik unten, aber halt nicht so, wie der Chart nach oben gegangen ist. Und das Erstaunliche ist, wir haben, glaube ich, ja heute Verfall, kleinen Verfall. Wir haben wahnsinniges Volumen gesehen gestern an den Märkten, speziell eben beim Nasdaq. Hier sehen wir, wir haben praktisch absolutes Rekordvolumen gesehen, höchstes Volumen in 5 Jahren, was hier passiert ist im Nasdaq. Und das gilt eben übrigens auch für Optionen, für Call Options. Hier sehen wir, dass wir wahnsinnige Volumina haben, das höchste jetzt seit dem Jahr 2010 sogar. Und wir sehen hier den Daily High Tick. Hier in dieser Grafik, also da ist schon wahnsinnig Pfeffer drauf gewesen. Warum auch immer, das wissen wir noch nicht. Es spielen einige Leute jetzt wieder mit. Wenn wir uns mal anschauen, was ist der Grund eigentlich für diese Rallye, dann gibt es wahrscheinlich nur einen. Es ist Jay's Rallye, es ist Jerome Powell's Rallye, es ist der Fed Balance Sheet Rallye. Wir sind jetzt knapp über 7,2 Billionen an Bilanzsumme und wir sehen hier den S&P 500. Der sich im Prinzip mit der Bilanzsumme der Fed entwickelt. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben gestern wieder mal Gewinne gesehen, nur im Dow Jones. Die anderen Indizes waren leicht negativ. Wir sehen aber hier in den letzten 51 Tagen haben wir die größten Gewinne seit den 1933er Jahren gesehen. Also auch das wirklich extrem außergewöhnlich. Und die Märkte sind jetzt sehr günstig, das sehen wir an den Small Caps, S&P 600, Forward PE Ratio, also Price Earnings Ratio, die Gewinnerwartung. Und da sind wir jetzt bei einem Kursgewinnverhältnis, wie wir es nicht im Ansatz in der Dotcom-Blase waren. Das ist also noch nie da gewesen, der Fed sei Dank. Schauen wir uns mal an, was heute Grantham gesagt hat, Grantham GMO, ein großer Vermögensverwalter, der gesagt hat, was da passiert, das wird böse enden. Wenn man in einigen Jahren zurückblicken wird, dann wird man sagen, das ist unglaublich, das war eigentlich absehbar, dass das schief gehen muss. Wir gehen jetzt short in US-Aktien, sagt auch ganz klar, ja okay, wir sind schon immer wieder zu früh gewesen
mit unseren Calls. Wir haben oft das Timing war zu früh, aber wir haben uns verabschiedet aus dem Markt in der Finanzkrise, wir haben uns verabschiedet aus dem Markt in der Dotcom-Blase, sodass wir durch diese Marktsituation sehr, sehr gut gekommen sind. Wir verabschieden uns jetzt aus dem US-Markt. Das ist ungesund, das wird böse enden. Mal sehen, ob Grantham recht bekommen wird. Wir haben heute die US-Arbeitsmarktdaten, Non-Farm Payrolls, erwartet hier mal aufgeschlüsselt minus 8,25 Millionen. Die Arbeitslosenquote könnte auf, wie erwartet, 19,8% steigen. Participation Rate bei 60,2%, geht also alles weiter runter. Und dann wichtig auch die Average Earnings, also die Löhne. Wie schaut es da aus? Da wird ein weiteres Plus von 1% erwartet. Und es ist ja so, dass die Löhne deswegen vor allem gestiegen sind, weil die Leute aus dem Niedriglohnsektor vorwiegend ihre Jobs verloren haben. Deswegen stiegen die Durchschnittslöhne. Schauen wir uns mal an, was gestern die Continuing Claims gezeigt haben. Das sind ja die fortgesetzten Anträge, die auf Arbeitslosenhilfe, die nach meiner Auffassung wichtiger sind inzwischen als die Erstanträge, weil man sieht, wie bleibt die Arbeitslosigkeit. Und wir sehen, da sind weiter über 20 Millionen, gestern 21,49 Millionen, das war über der Erwartung. Also da ist noch von einem Abbau der Arbeitslosigkeit nichts zu sehen. Hier nochmal die Erwartung. In Zahlen hier von investing.com, dem Kalender habe ich Ihnen nochmal bereitgestellt. Also auf jeden Fall 8 Millionen Jobs dürften es sein. Diese Zahlen sind weniger wichtig geworden als jetzt die Continuing Claims oder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber es wird das Highlight heute um 14:30 Uhr sein. Noch ein paar andere Einblicke in das, was da der Fall ist. Wir sehen den Benzinverbrauch. Benzinnachfrage in den USA. Wir sehen hier, ging es massiv runter, dann ging es rauf, dann wieder runter. Jetzt sind wir hier. Das heißt, wir sind noch ein Stück weit entfernt von dem, was wir schon mal hatten. Also es ist noch lange nicht so, wie es einmal war. Und vielleicht auch wichtig, was Carl Quintanilla hier beschreibt. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, so zumindest wie die Wettmärkte sie sehen, dass die Demokraten die Präsidentschaftswahl gewinnen, inzwischen 51%, aber dass sie das Abgeordnetenhaus behalten, 77%, und den Senat gewinnen, 50%. Das würde bedeuten, so sagt Goldman Sachs, dass dann eben wahrscheinlich die Unternehmenssteuer wieder von 18% auf 26% steigen würde. Und das ist ja einer der Gründe gewesen, warum die Aktienmärkte so gestiegen sind, weil Donald Trump mit seiner Steuerreform den Unternehmen ja faktisch Geld geschenkt hat. Wir haben auf der anderen Seite jetzt auch Entwicklungen, die schon die Auswirkungen dieser Wende oder dieser extremen Geldpolitik zeigen, auch in China. In China ist es allerdings so, dass man hier, wie Yuan Talks zeigt, schon ein Stück weiter ist, indem man eben jetzt Liquidität aus den Märkten bereits rauszieht. Und das bedeutet, dass die Anleiherenditen steigen. Bond Market Drops heißt, die Kurse fallen, damit steigen die Renditen dieser Anleihen. Und das gilt auch für die USA. Hier sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihe, die jetzt wieder deutlich über 0,8% liegt, also jetzt wieder zulegen konnte. Insgesamt sehen wir einen Wechsel hin in die sogenannten Junk-Bond-Märkte, nachdem praktisch die Fed ja gesagt hat, wir kaufen Junk-Bonds. Fließt Geld dahin, was die Fed kauft, nämlich eben diese Junk-Bonds. Wir sehen hier die größten Zuflüsse in diese Junk-Bonds. 3. Juni 2020, 27. Juni 2020, 1. April 2020, 15. April 2020. Mit Abstand die größten Zuflüsse hier nochmal 13. Mai 2020. Sonst sehen wir hier mal ein bisschen 2016. Aber das ist schon enorm. Und wie Peter Fischer hier sagt, ehemaliger New York Fed-Chef, die Fed hat praktisch jeden Informationswert aus diesen Märkten genommen, weil wenn sozusagen da kein Risiko mehr angezeigt wird, wo sind die Risiken normal? Sind ja die Renditen, die Risikoprämien ein Anzeichen für die Risiken in einem Markt. Die sind praktisch jetzt nicht mehr erkennbar in diesen Märkten, weil alle sich nur noch darauf stürzen, was die Fed kauft. Ähnliches gilt auch für die EZB. Die hat ja jetzt beschlossen, nochmal 600 Milliarden in die Märkte zu pumpen. Und hier gehen schon Vergleiche um mit der Reichsbank, der ehemaligen deutschen Notenbank in der Weimarer Republik.
die auch damals so ziemlich alles gekauft hat. Auch in Deutschland steigen die Renditen für die Bonds. Also das ist durchaus jetzt sozusagen das vielleicht bestimmende Thema mit neben der Aktienmarkthosse, ist der Anstieg der Renditen. Die Leute ahnen, dass da Inflation kommen wird, dass die Geldmenge steigt, dass sozusagen mit solchen Renditen man sich nicht mehr zufrieden geben will, und damit steigen möglicherweise früher oder später auch die Kapitalmarktzinsen, wenn die Anleiherenditen steigen. Das wäre für die Märkte nicht so gut. Heute dann der Wechsel jetzt, um auch mal zum DAX zu kommen. Lufthansa scheidet aus. Wir sehen hier, dass die Marktkapitalisierung der Lufthansa stetig abgenommen hat. 2017 noch über 14 Milliarden, jetzt nur noch 4,9 Milliarden. Deutsche Wohnen kommt rein. Auch das nicht untypisch, dass der Immobiliensektor jetzt vertreten ist. Schauen wir uns mal die Charts an von Capital.com, meine Damen und Herren. Hier sehen wir wieder die mustergültige Asienrampe heute Morgen. Kam so ziemlich aus dem Nichts, aber sie kommt eigentlich immer aus dem Nichts. Wir sehen hier den S&P auf 5 Minuten. Wir können uns das Ganze mal im größeren Zeitfenster anschauen. Hier sehen wir diesen Aufwärtstrend. Wir haben den Nasdaq gesehen, der neues Allzeithoch hier erreicht hat. Hier sehen wir diesen Versuch, hier nochmal drüber zu kommen. Dann wurden Gewinne mitgenommen, wenn wir uns das auch mal auf höherer Zeitebene anschauen. 4-Stunden-Chart sehen wir, wo da die Reise hingeht. Der DAX hat sich sehr, sehr gut entwickelt. 12.557, 75 jetzt aktuell. Bundesregierung ja mit diesem 130-Milliarden-Paket. Da will man stützen. Wir sehen, dass der Euro nach oben gegangen ist. 1,1374. Größte Gewinnstrecke hintereinander, glaube ich, seit dem Jahr 2011. Dollar mit den größten Tagesverlusten oder mit der längsten Verluststrecke an Tagesverlusten seit dem Jahr 2011. Das hat Gold nicht so richtig geholfen. Wir haben da gestern so einen Abverkauf gesehen. Aktuell aber immer noch über der 1700er Marke zumindest. Und abschließend Crude Oil aktuell bei $37,74. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Neues Format. Etwas weniger aktiv, als wenn ich hier stehe. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das der Fall ist. Ich arbeite darauf hin, mit Salben und Fürsorge hier auch zu Hause durch ärztliche Betreuung. Und hoffe, es geht Ihnen gut. Sie genießen heute den Tag, haben ein schönes Wochenende, und ich denke, wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder entweder heute Abend, muss ich schauen, wie ich so körperlich drauf bin, oder spätestens dann am Montagmorgen wieder zu einem Videoausblick. Alles Gute, ich sag euch Servus und Ciao.